erwarte mir Unterhaltung mit interessanten Leuten. Einfach einen schönen Abend, einen lustigen Abend mit einer Menge Kurzweil und ein leckeres Warsteiner Bier. Ich denke mal, wir werden interessante Konzepte wieder kennenlernen und bin gespannt, wer Preisträger sein wird. Ganz herzlich willkommen zur Verleihung des Deutschen Gastronomiepreises 2011. Ich freue mich, dass der Deutsche Gastronomiepreis heute wieder aus Düsseldorf kommt und verliehen wird. Und das in einer der schönsten Locations der Landeshauptstadt, in den Rheinterrassen. Wer ist Preisträger des Deutschen Gastronomiepreises 2011 in der Kategorie Beverage? Peter Weide, Vielmehr Kühlungsborn. Und natürlich die begehrte Trophäe, die Pyramide des Warsteiner Preises. Es ist Ihre. Sie haben es sich verdient. Wer ist der Preisträger des Deutschen Gastronomiepreises 2011 in der Kategorie Food? Claudia Stern vom Vintage in Köln. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Der Warsteiner Preis 2011 für das Lebenswerk geht an Karl-Heinz Stockheim. Ein Mann, der sich in ganz außergewöhnlicher Weise für die gastgebende Branche eingesetzt hat. Ich fühle mich nicht als Sieger, sondern ich fühle mich einfach dazugehörig. Es ist schön, dass unsere Leistung anerkannt wurde. Und wir haben wahnsinnig Spaß und es ist schön. Die Branche spricht darüber, dass es der wertigste Preis ist. Dass ich ihn bekommen habe, habe ich ja vorhin in der Rede gesagt, ich bin immer noch erstaunt. Ne? Also ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Der Warsteiner Gastronomiepreis ist irgendwie eine Belohnung dafür, dass was ich früh schon gelernt habe und geleistet habe und dann in ein tolles Unternehmen mit tollen Mitarbeitern umgesetzt habe. Irgendwie ist das jetzt so, es ist das i-Tüpfelchen.